Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute mal wieder um den Getränketabak, aber heute um den Getränketabak direkt vom Hersteller, nämlich um Moloco Green. Und ich habe heute auch wieder das passende Getränk zu, und da werdet ihr gleich sehen, müsste vorne sein, ja. Ist vom gleichen Hersteller, beziehungsweise Moloco produziert es nicht selber, sondern hat das einen Auftrag gegeben. Aber ja, das soll das sein. Es gibt zwei Sorten, einmal Moloco Green, einmal Moloco Red, also genau wie die Getränke. Das Ganze soll sein, also der Tabak soll sein, Zitrone, Orange, Ingwer und Holunderblüte. Absolut kranke Mischung, so Holunderblüte habe ich noch nie geraucht, Ingwer auch nicht, Zitrone, Orange, ja okay. Auf dem Getränk steht übrigens genau das gleiche, Zitrone, Orange, Holunderblüte und Ingwer. Wie das jetzt nun im Tabak schmeckt, werden wir uns jetzt angucken. So, als erstes, ihr kriegt das hier in dieser Dose, hier oben steht auch nochmal Moloco drauf. 17,90, 200 Gramm in einer großen Dose, wo sonst 250 Gramm drin sind, hier sind aber nur 200 Gramm drin. Wir riechen dran. Also was auf jeden Fall raussticht, ist Zitrone. Holunderblüte riecht man auch. Orange gar nicht. Und Ingwer. Ingwer sogar ziemlich stark, wie ich finde. Schnitt und Molasse. Das Ganze ist sehr fein geschnitten und on point eingezogen. Also ihr habt wirklich absolut keine überschüssige Molasse. Ich blende euch dann hier an der Stelle wieder ein Bild vom Schnitt und von der Feuchtigkeit ein. Ja. Dann habe ich soweit, ach so, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, das Ganze wird hergestellt von der Hellstein GmbH. Das ist ein Tabakproduzent hier in Deutschland. Die stellen unter anderem auch New Way her. Also so Tabak kriegt, diesen Tabak bekommt ihr bei zum Beispiel Marktkauf oder Edeka zu kaufen. Also etwas günstigeren Tabak oder Lady Smoke zum Beispiel wird auch von der Hellstein GmbH hergestellt. So. Dann stell den Tabak, zack, einmal da oben hin und wir machen hier unser Moloco Getränk auf. Riecht auf jeden Fall ganz anders als der Tabak und schmecken vorrangig nach Holunderblüte und Zitrone schmecke ich auch. So. Kopfbau blende ich euch hier an der Stelle auch wieder ein, locker fluffig auf Noppenkontakt im ATH Traverten mit Smokebox. Und das Ganze rauchen wir in der Moss Breeze. Ja, und dann würde ich sagen, wir quatschen nicht mehr lange drum rum, sondern nehmen jetzt den ersten Zug vom Moloco Green Tabak. Also der ist auf jeden Fall da. Und Rauchentwicklung, denke ich, kann man sich absolut nicht beschweren. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Raucht wie Hulle. Geschmacklich finde ich, kommt hier diese Holunderblüten-Zitronen-Limetten-Mischung am stärksten durch beim Tabak. Beim Getränk schmecke ich, wie gesagt, vordergründig Holunderblüte und Zitrone. Und hier eben so eine Mischung aus Holunderblüte und Limette bzw. Zitrone. Die Orange ist auch in dem Tabak wie im Geruch geschmacklich eigentlich gar nicht vorhanden. Also ich schmecke sie jedenfalls nicht raus. Wie ihr schon seht, der Tabak läuft auf jeden Fall extrem smooth. Ja, kein Drücken, kein Kratzen, also super. Ästchen übrigens im Tabak auch absolut keine vorhanden. Nicht ein Stängel habe ich in meiner Dose gehabt. Was ich noch dazu sagen muss. Ihr habt
außerdem im Unterton so eine ganz leicht scharfe Ingwernote, aber die ist halt wirklich nur ganz leicht und dezent scharf. Wenn ihr allerdings dem Tabak mehr Hitze gebt, also umso mehr Hitze ihr dem Tabak gebt, wenn ihr zum Beispiel eine Amy Smokebox nehmt oder einen Callout Lotus 1 Plus, wo drei Kohlen direkt reinpassen und ihr auch drei Kohlen reingebt, dann, Achtung, knallt der Ingwer noch stärker durch. Also dann habt ihr vordergründig wirklich Ingwergeschmack und das ist dann auch ziemlich penetrant scharf. Also wenn ihr einen scharfen Tabak wollt, dann gebt dem Ganzen Hitze und das läuft. Also der Tabak ist auf jeden Fall eine extrem außergewöhnliche Mischung. So Holunderblüte und Ingwer in einem Tabak ist ja jetzt absolut nicht Standard, beziehungsweise ich kenne gar keinen anderen Tabak, außer die Oculum-Sorten zum Beispiel, die Holunderblüte oder Ingwer im Tabak als Geschmack haben. Kenne ich so nicht. Also auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Im Vergleich zum Getränk, klar, das Getränk schmeckt wie immer wesentlich intensiver, auch süßer. Der Tabak ist relativ wenig süß, würde ich sagen. Also es ist eine natürliche Süße, aber nicht übersüß. Wie gesagt, läuft sehr, sehr locker und ja, smooth einfach. Aber ich muss halt trotzdem sagen, es schmeckt halt wirklich 1:1 fast wie das Getränk. Also wirklich, na, wenn ihr jetzt hier einen Schluck von dem Moloko nimmt, klar, logischerweise, das ist wie gesagt intensiver, aber ihr merkt im Mund, ja, diesen schönen Holunderblüten-Zitronengeschmack, das ist sehr nice, mit einer leichten Ingwernote im Unterton. Und 1:1 so ist es im Tabak, ja, ihr habt so eine Holunderblüten-Zitronennote eben im Vordergrund und so eine schöne, flache, leicht schärfliche Note im Unterton vom Ingwer. Kohlensäure logischerweise im Tabak nicht dabei. Trotzdem würde ich sagen, das ist bis jetzt der Getränketabak, der dem Getränk, dem es nachempfunden ist, am nächsten kommt. Also der, ohne Frage, der Gletschereis-Himbeere, also der Butter von X-Racher, kommt dem Ganzen auch schon sehr nahe, ist auch übertrieben lecker, keine Frage, da habt ihr das Video ja schon zugesehen. Aber der hier macht seinen Job in puncto Authentizität gegenüber dem Getränk am besten. Also hier wirklich schmeckt 1:1 wie das Getränk. Wenn ihr also wirklich Moloko Green gerne trinkt, dann holt euch gerne den Tabak, schmeckt genau so. Außer ihr gebt ihm eben mehr Hitze, dann kommt die Ingwernote mehr durch. Und das war's auch schon wieder von mir und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.